Herzlich willkommen zur 10. Ausgabe des wohlerfahrenen Speismeisters. Heute das hessische Kochbuch aus dem Jahr 1840. Wer das Buch verfasst hat, ist nicht bekannt. Es handelte sich aber wohl um eine Frau, denn im Vorwort schreibt sie: Euch, meine geliebten Töchter und Enkelinnen, widmet dieses Buch eure alte Mutter. Nun war es in der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht ungewöhnlich, dass auch Hausfrauen eigene Kochbücher veröffentlichten. Und wenn wir durch das Buch blättern, sehen wir zunächst scheinbar nichts Besonderes. Suppen, Fleischspeisen, Süßspeisen, Einmachtipps, Haushaltsweisheiten und zum Abschluss ein Inhaltsverzeichnis. Was also macht das Buch besonders? Es ist Rezept Nummer 233 im Abschnitt Soßen. Auch wenn sie oft auf Goethe zurückgeführt wird, hat die berühmte hessische grüne Soße ihren Ursprung in diesem Buch. Im Gegensatz zur heute weitläufig bekannten Frankfurter Variante der grünen Soße hat dieses nordhessische Rezept nicht 7, sondern nur 4 Kräuter. Borretsch, Pimpinelle, Schnittlauch und Estragon. Für die 10. Ausgabe meines YouTube-Kanals habe ich das Rezept heute nachgekocht. Man nimmt 2 hart gekochte Eigelbe, rührt sie mit 2 Löffel voll Öl recht fein, tut gehackte Borage, Pimpinelle, Schnittlauch und etwas Estragon dazu, dann einige Löffel sauren Schmand, Essig und das nötige Salz. Als Beilage habe ich natürlich Kartoffeln gemacht und da die Eier schon in der grünen Soße selbst sind, ein Lachsfilet. Der wohlerfahrene Speismeister wünscht guten Appetit!